Jo, mein Name ist Luvo47, ich bin hier zu Gast bei Diffus und das sind meine Top 5 Momente im Zusammenhang mit Sonne und Beton. Der erste Punkt, der erste Stichpunkt, Disco Pogo. Und zwar haben wir vor jedem Drehtag, hat der Regisseur David Wendt, ganz liebe Grüße, uns alle, das ganze Team, auf einen Haufen gebracht quasi und über eine Jukebox richtig laut einfach Disco Pogo angemacht von den Atzen. Und es war so ein tägliches Ritual fürs ganze Team, dass wir am Start des Drehtages quasi alle voreinander zu diesem Song tanzen mussten. Aus dem Grund, dass wir uns alle dass alle sich vor allen einmal so blamieren mussten oder zumindest diese Hemmung und Scham verlieren durften, damit wir halt quasi vor der Kamera nicht irgendwie Schamgefühl haben oder jetzt Angst gefilmt haben zu werden, so mäßig. Der zweite Punkt wäre einmal meine Küchenansprache, die Szene, in der ich im Film introduced werde. Lukas, mein kleiner Bruder, kommt im Film abends in die Küche, hat irgendwie gehört, dass ich da bin und kriegt von mir eine leicht toxische Ansprache vom großen Bruder. Es fallen einige lustige Sätze, ein paar ernste Sätze. Ich glaube, so wie die Szene jetzt im Film gelandet ist, sorgt die auf jeden Fall für ein, zwei Brüller oder sehr unterhaltend, glaube ich. Deswegen ist es auf jeden Fall auch eins meiner Highlights so. Dann als dritten Punkt habe ich eine Szene, die mir im Film selber extrem gut gefällt. Die habe ich auch jetzt beim Q&A zu dem Film auf der Kinotour öfters mal erzählt. Und zwar im Film, wer ihn noch nicht gesehen hat, gibt's eine arabische Clique, die im Park sind, die Drogen verkaufen, und der Hauptprotagonist von denen quasi, hinter dem wird auch mal versucht, so ein bisschen hinter seine Persönlichkeit zu blicken, warum ist er so, wie ist sein Zuhause, pipapo. Auf jeden Fall sitzt er eines Tages bei seiner Mom zu Hause und muss sich irgendwie rechtfertigen dafür, warum er ist, wie er ist, und lebt aber nicht alleine mit seiner Mutter dort, sondern ich glaube noch Schwester, Bruder, pipapo, alle sind in der Wohnung, und er versucht sich zu rechtfertigen, sagt, alle erwarten von mir, dass ich so bin, also bin ich halt so, also mach ich halt dies und jenes. Und soll ich so wie er sein? Soll jeder mich schlagen? Guck ihn mal an, so. Soll ich so sein wie er? Und die Kamera schwenkt rüber zu seinem kleinen Bruder. Und er sagt, guck dich selber an, du Lauch. Und ist halt so ein kleiner, zierlicher, vom Erscheinungsbild eher Streber, so würde ich behaupten. Und der Junge ist zweimal im Film zu sehen und hat zwei Baba-Szenen, hat zwei miese Brille auf jeden Fall für das ganze Publikum. Also das Kino ist meistens hart am Abfeiern. Und das Schöne daran ist, dass es quasi die tatsächliche Familie ist, die in der Wohnung lebt. Also das Filmteam ist einfach Fragen gekommen, ob sie in der Wohnung drehen können. Die haben dazu gestimmt und haben quasi auch so ihre Nebenrollen bekommen. Diesen Dienstag habe ich den Jungen auch mal kennenlernen dürfen, so mäßig, bei unserer Vorstellung im Zoopalast. Und das wollte ich einmal hervorheben. Einmal, weil die zwei Szenen übertrieben geil sind und weil ich das sehr besonders finde, dass es quasi auch keine Darsteller waren, sondern halt einfach nur die Familie bei uns tatsächlich aus dem Block, so, die ihre Wohnung und sich selbst als Motiv zur Verfügung gestellt hat. Als vierten Punkt habe ich einmal die Frühstücksszene von meinem Bruder Lukas und mir und unserem Vater im Film. Ja, das Besondere an der Szene ist, wie ich schon beim ersten Punkt erwähnt habe, wir haben viel improvisiert beim Film und wir haben diese Szene 17 Mal gedreht, was bedeutet hat, ich musste 17 Mal ein Ei essen. Und ich hatte einen schlimmen Cholesterinschock einfach nach dem Drehtag und bin leicht, mit einem leicht schummrigen Magen auf jeden Fall nach Hause gegangen. In dem Fall, das ist auf jeden Fall mein viertes Highlight so. Als fünften Punkt, ganz simpel, will ich einmal Berlinale und unsere Gropius-Premiere hervorheben, einfach weil es was krass Besonderes war, das irgendwie erleben zu dürfen. Mit so einem Haufen, wir sind auf der Berlinale mit einem alten BVG-Bus vorgefahren, mit einem 172er, der auch bei uns in der Hood halt immer Johannisthaler gehalten hat, der auch mein Schulbus früher war. Und zwar schon, war schon sehr besonders, sind mit 50 Mann, glaube ich, auf dem roten Teppich da aufmarschiert, wo sonst, weiß ich nicht, 4, 5 Darsteller und der Regisseur rüberlaufen, sind wir mit einer halben Fußballmannschaft rübergekachelt quasi, haben richtig Aufstand da gemacht, glaube ich, für einen leichten Kulturschock gesorgt bei der Berlinale selbst. Und Gropius war nicht ein bisschen anders. Gropius war einfach sehr geil. In den Passagen früher sind wir als kleine Kinder rumgerannt, haben da unsere Zeit vertrieben, so unser wie ein großer Spielplatz für uns. Und da jetzt eine Premiere feiern zu dürfen, war sehr, sehr krass. Auf jeden Fall riesen Dank an alle, die uns das ermöglicht haben. Und genau, das waren meine Top 5 Momente im Kontext von Sonne und Beton. Mein Name ist Luvo47, ich war hier zu Gast bei Diffus. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.